Alkoholkrank bleibt man sein Leben lang. Das nimmt man mit ins Grab. Und die Gefahr eines Rückfalls, die ist immer da. Die ist immer da. Mein Name ist Margit Eilers. Ich bin noch nicht ganz 74 Jahre alt. Das heißt, im Dezember werde ich dann 74. Es war einfach dieses in Rente gehen und das hat in mir damals schon so ein Unwohlsein ausgelöst, dass ich dann am Wochenende schon mal mehr Alkohol getrunken hatte, aber immer noch, sagen wir mal, kontrolliert, weil ich wusste, du musst dann und dann wieder fit sein und ich weiß, wie lange der Alkohol braucht, um eben wieder abgebaut zu werden. Und dass ich eigentlich dann sonntags, mittags dann schon gar nicht mehr irgendwie was getrunken habe. Also ich konnte es noch kontrollieren. Naja, jedenfalls war es dann so, ja, den ersten Schluck erbrechen. Was nun? Warten. Wieder einen Schluck erbrechen. Und das ging dann so lang, bis der Alkohol endlich drin geblieben ist. Beruhigt sich ja dann irgendwann. Und dann konnte ich ein Glas eben festhalten. Und konnte dann eben meine Morgentoilette verrichten und eben das, was ich damals so im Haushalt gemacht habe, machen. Und der nächste Schritt war dann natürlich, jetzt muss ich aber auch einkaufen gehen. Und das dann in den letzten 14 Tagen mit Fahne, was ich sonst immer vermieden habe. Nie vorher getrunken, man könnte es ja riechen. Aber das war dann nicht mehr so wichtig. Das war mir selber dann nicht mehr so wichtig. Das heißt, es war mir schon wichtig, aber ich konnte nicht anders. Und dann am Anfang immer irgendwo anders hin. Und wenn man dann nicht mehr so richtig konnte, dann hat man es halt in Zeitungspapier eingewickelt, damit es nicht auffällt, wenn man es wegschmeißt, dass es dann eben Geräusche gibt, dementsprechend solche Dinge. Über das ist dann das einzige Gedankengut, was man dann hat. Wo besorge ich es heute? Wo war ich gestern? Wo war ich vorgestern? Nee, da kannst du nicht schon wieder hin. Und dann halt wieder zurückgezogen in die eigene Wohnung. Das war dann eben meine Welt. Dann, bis es dann dazu kam, dass meine Söhne zu mir gekommen sind, zusammen. Und dann dachte ich schon, oh, jetzt geht's zur Sache. Weil sie zusammengekommen sind, das ist eigentlich eher selten gewesen. Ist nicht so, dass sie irgendwie getrennt sind, aber dass sie eben zusammengekommen sind, dann wusste ich genau, was da auf mich zukommt. Und die haben sich da unheimlich viel Mühe gegeben, viel Geduld aufgewiesen. Also das Ganze, bis ich dann so weit war, das einzugestehen wieder, dass ich doch wieder viel trinke, das dauerte so eine gute Stunde. Bis ich dann gesagt habe, ja, es ist so. Es ging dann so weiter, eben der Hausarztbesuch und ich musste dann ja zur Entgiftung. Und der Hausarzt hat dann aufgrund eigener Erfahrung, nicht seiner Person selber, sondern Erfahrung, die Caritas empfohlen. Und da sind wir dann zur Caritas. Das hat dann mein Ältester damals alles übernommen, damit ich da auch ja hingehe. Das war schon wichtig, dass ich da Begleitung hatte, denn es hätte ja auch sein können, dass ich dann doch wieder was anderes mache, eben ins Geschäft gehe und mir den Alkohol besorge. Ich hatte hier dann eingesehen und hatte viel Zeit zum Überlegen in dieser Zeit. Ich hatte ja nichts zu tun. Ich brauchte nicht kochen, ich brauchte keinen Haushalt machen, höchstens mein Bett und für Wäsche zu sorgen. Und dann fängt man an zu überlegen über sich, was hast du da gemacht und möchtest du das wieder und solche Dinge kommen. Dann dreht sich alles darum, dass man das auf keinen Fall möchte und diese ganze Erkenntnis kommt, nein, das nie wieder. Speziell gemeint ist da immer dieser Suchtdruck, den man ja meistens hat. Ich muss dazu sagen, dem lieben Gott, wenn es ihn gibt, bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich keinen Suchtdruck habe. Suchtdruck heißt, ich... Das Gehirn meldet sich und sagt halt, du brauchst jetzt Alkohol. Und dann hat man Schwierigkeiten. Und da gibt es so Strategien,
die man dagegen entwickeln kann. Meinetwegen Wasser trinken, die anderen trinken Milch. Meine Strategie war eben, wenn ich das merke, loszulaufen. Wie alles stehen und liegen lassen, sagt man so. Aber haltet mich angezogen, umgezogen und dann weg, raus. Und dann war alles gut. Und dann nicht lange in der Salus-Klinik wusste ich schon, dass es hier sogenannte Salusianer gibt, eine Selbsthilfegruppe. Alleine schafft man das nicht. Ich habe es auch gedacht. Zweimal habe ich es versucht und bin ganz schön auf dem Bauch gelandet damit, weil ich gedacht habe, ach, du bist stark, du hast schon andere Dinge geschafft. Das schaffst du schon. Man schafft das nicht alleine. Man braucht wirklich Hilfe dazu und dann auch diese Gruppen, die helfen immer wieder. Es ist alleine schon, dass man erscheint. Man weiß, ich gehe dahin, weil ich es brauche. Ja, es ist einfach so. Und ich bin froh und glücklich damit. Ich bin wirklich glücklich damit, das geschafft zu haben und den Schritt zu gehen. Und wie gesagt, bis man dahin kommt, braucht man schon wirklich Hilfe. Es gibt zwar Ausnahmen, die es auch ohne schaffen. Da muss ich immer sagen, Donnerwetter, Hut ab. Also das sind ganz, ganz starke Willensmenschen, die das schaffen.